Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Wir sind ja derzeit auf einer so einer Art Stalemate, unentschieden zwischen uns und den drei verbleibenden anderen Großmächten, die versuchen, mich gemeinsam fertig zu machen. Also eigentlich ist es kein wirkliches Unentschieden, wir sind eigentlich stärker und wir erobern ein Stück nach dem anderen von ihm. Hoffentlich. Aber er hat letztens ein Gebiet von mir zurückerobert, nämlich Chelsea, was ich überhaupt nicht toll finde. Jetzt habe ich einen Teil meiner Truppen zurückziehen müssen, um wieder Chelsea zu erobern. Zurückzuerobern, so. Bevor wir weitergehen. Aber über die Deneb-Gebiete, die wunderschön ausgebaut sind im Übrigen. Also ich freue mich jetzt schon, wenn wir Deneb-Gebiete weitere erobern, weil die sind echt gut ausgebaut. Wenn wir das gesamte Gebiet erobert haben, haben wir, glaube ich, mehr Rohstoffe, als wir in mehreren Leben verbrauchen können. Na gut, wie schon gesagt, Chelsea greifen wir an. Ja, wir kaufen alles. Alles, 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 alles. Ich würde das ganz gern selber machen. 1, 2, 3, 4, 5 Artillerien. Puh. Wir haben, glaube ich, nicht so viele Truppen hier. Das gibt, glaube ich, ein ziemliches Blutbad unter meinen Einheiten. Einmal geschossen. Oh, das war's. Ich glaube, jetzt haben alle geschossen. Na, jetzt haben alle geschossen. Aber nach meinen Artillerien sollten sie nicht mehr so viel schießen können. Schaut gut aus. So. Nur noch die Feldartillerie da. So, Artillerie ist tot. Vielleicht auch einer von meinen Scouts. Au. Puh. Uff, das ist aber gar nicht gut. So, puh. Die machen ganz schön Schaden.
Gut, ist mal los. Okay. Ah, da ist auch noch einer, der grüne ist noch sehr was. Wieso ist es da rot? Wo gibt es da noch welche, die auf uns schießen können? Frage ich mich gerade. Ach, da ist noch einer. So. Puh, wir haben auch eine Einheit verloren. Aber er hat 6 verloren. Darum geht's. So, was haben die erobert? Sindel City mit einer Rifle-Infanterie. Na gut, soll sein. Nicht gut. Wie schon gesagt, sowas wie ein Stalemate. Obwohl, sie verlieren definitiv mehr Sachen als wir. I'm pleased to report that your industrial policies have continued to spur the growth of Penta. Na, immerhin, wir haben jetzt eine Town in Penta. So, wir brauchen mehr so Scharfschützen. Gut, ich glaube, in Xinlu haben wir alles gekauft, was kaufenswert ist. Gibt es hier noch was zum Kaufen? Schaut irgendwie nicht so aus. Ah, da gibt es noch was. Kaufen wir doch glatt. Gut. Du gehst jetzt mal in die Heimat und erforschst vor allem Gebiete, die in der Nähe von Depots sind. Du gehst auch in die Heimat. Einfach damit du sicherer stehst. Und du machst eigentlich genau das gleiche wie der erste, weil wir suchen nach Erdöl. Schauen wir mal. Zunächst einmal werden wir versuchen, die zu Hause aufzutreiben. So, diese drei Typen, die wir da gebaut haben, wo fahren wir die hin? Die fahren wir da nach Chelsea, weil dort müssen wir uns ein bisschen erholen. So, ihr seid meine Entsatztruppen, die ich immer dorthin schicke, wo sie gerade gebraucht werden. Aber derzeit werden sie nirgends gebraucht. Ist okay, dann bleibt sie stehen noch. Ihr seid relativ gut benannt wieder, das heißt, ihr werdet Zindel wieder einnehmen. Ihr seid definitiv nicht gut beieinander. Ich werde jetzt einmal ein paar Runden lang stehen bleiben. Du gehst daher. Ja, ihr zwei steht's auch hier. Und ihr zwei macht's das.
vor Ort. Und jetzt, ihr vier, erholt euch auch von den Bösewichten dieser Welt. Gut, wir haben wieder etwas mehr Transportkapazität. Ah, nein, Mist. Zuerst natürlich immer die Sachen, die wir in großem Maßstab brauchen. Zwei bräuchten wir hier noch. Ah, das ist ja urarg. Noch weniger Holz. Schau mal. So. Und den Rest werden wir ins Holz investieren. Gut. Da werden wir wieder ausbilden. Und zwei so Pferde dann werden wir machen. Ausbilden, was das Zeug hält. Und noch so einen. Eine Garde. Gut. Da können wir auf 40 und 8 gehen. Da können wir jetzt auf 28 gehen. Da sind wir auf 28. Da sind wir auch voll. Da können wir auch etwas höher gehen, nämlich auf 36 mal derweil. Und da gehen wir auf 6. So, außerdem können wir eine Ölraffinerie bauen, das werden wir gleich machen, und auch ein Powerplant. Derzeit haben wir zwar beides noch nicht, aber wenn wir es mal haben, haben wir es mal. Holz haben wir Gott sei Dank noch mehr als genug. Schafe gehen uns bald aus. Wenn wir so weitermachen. Ah, wir haben auch genügend Kohle, um eine neue Ironclad zu bauen. Sehr gut. Und wir können wieder mehr Zeug verkaufen. Wir kaufen wiederum alles. Nein, das schauen wir uns an. Bist du wahnsinnig? Der hat Truppen nachgebracht. Ärger dich. Müssen wir das wieder unter Mühen zurückerobern. So, die bleiben da alle im Hintergrund stehen. Und du bleibst auch im Hintergrund stehen. So. Einmal, zweimal. Puh. Dreimal. Viermal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Puh. Zweimal können es noch schießen. Fünfmal, sechsmal. Passt. Unsere Scouts sind nur dafür da, um in den Tod zu reiten. Finde ich gut. Mist. Ja, super. Schaut das aus, der ist gelb nur noch gut.
Ist das? Nein, ist leider nicht erledigt. Könnte beinahe sagen, Herrschaftszeiten. Nein! Mist, von dort, wo sie stehen, können sie nur den angreifen. Himmel. Das gibt viele tote Artillerien in diesem Kampf bei mir. Wenn jetzt dann die große Artillerie schießen kann. Au, Gott sei Dank. So. Gut, du gehst einmal daher. Auf das schießen, das wäre super. Genau, dass der mal weg ist. Da unten. Sehr wichtig. Ja, okay, du bleibst mal stehen. Okay, ihr geht nach rückwärts. Ich muss euch nicht unbedingt mutwillig zerstören. Mist. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ich fürchte fast, dass der noch ein paar Mal schießen kann mit seinen Artillerien. Aber immerhin hat er auch Artillerie verloren. Zwei Artillerie steht da noch immer rum. Bleibst stehen, du bleibst stehen. Du gehst daher, du bleibst stehen. Ein Stück näher, bleibst stehen. Ah, du tust so, als wärst du nicht hier. Ja, wie schon gesagt, du tust auch so, als wärst du nicht hier. Killst den. Killst das da. Die kommen nirgends mehr hin. Gut, Garde. Du, ihr bleibt stehen. Ah, da kommt die Kavallerie. Okay.
ob es da hinten stehen. So, die Garde ist definitiv das Unangenehmste hier. Das heißt, das muss man möglichst schnell ausschalten. Die machen echt viel Schaden, diese Gardisten. Normale Infanterie ist bei weitem weniger brutal. Schade. Ach, sehr gut. Er zieht sich zurück. Ah, verdammt. Ja, der wäre jetzt fast verstorben. Nicht gut. Du gehst danach rückwärts. Tust so, als wärst du nicht da. Genauso. Ich glaube, die Garde erholt sich auch ein wenig, wenn sie kämpfen. Ja, gut soll sein. Auf die schießen? Nö. Wurscht. Meine Garde. Stimmt, meine Garde ist auch auf ganz grün. Offensichtlich ist das einer von den Vorteilen der Garde, dass sie weniger schnell in Panik gerät. Eine Unit lost. Naja, gut, es gibt Schlimmeres. Eine Artillerie haben wir leider verloren. Aber er hat bei weitem mehr verloren. Das kostet mich nur einen Lacher. Puh. Aber es war knapp. Da hätte man noch mehr Artillerie verloren. Und er hat einen Haufen Artillerie verloren. Das ist gut. Das kostet alles sehr, sehr viel. Über kurz oder lang müsste ich eigentlich mit dieser Strategie weiterkommen. Congratulations, Your Excellency. Due to the growth of our navy, you have earned the reward of an admiral in a new ironclad. Das ist sehr schön. Also, wir haben wir haben quasi eine Ironclad geschenkt gekriegt. Finde ich ausgezeichnet. So, Sindel zurückerobert. Ah, da gibt es noch Wald zu kaufen. Sehr gut. Oh! Und gleich am Anfang haben wir einen Ölfund gemacht. Das ist ja cool. So, du bewegst dich jetzt da weiter und wirst das nächste anschließen. Und du baust mir da auch noch ein Depot her. Ja, du machst gar nichts.
Und du machst da weiter. Du kümmerst dich um das als nächstes. Schafe sind schon alle auf Stufe 3 hier. Ja, da gibt es noch eine Stufe 2. Schaf. So, ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Meine Nase rinnt. So, jetzt geht's besser. Okay, was haben wir hier Neues gebaut? Wir haben zwei Scouts und eine Garde. Einen von den Scouts schicken wir mal nach Sindel. Achso, ja, euch glaube ich, bleiben wir so. Es schaut nicht so aus, als würden da noch weitere Invasionen zu uns kommen. Vielleicht könnten wir diese Armee dann auch woanders hinschicken. Vielleicht daher. So. Ihr seid alle ziemlich lediert. Das heißt, ihr bleibt mal so stehen. Wie schaut es bei euch aus? Ihr seid auch noch ziemlich lediert. Die kriegen auch noch einen Scout. Und die Garde werden wir vielleicht woanders hinschicken. So. Ah, da ist der Admiral Franensbühm. Sehr cool. So, die zwei bleiben im Hafen. Und der Admiral. Bewegt sich hierher. Oder hierher. In die Oleandersee. So, wie geht's euch? Euch geht's gut. Ihr bewegt euch hierher. Okay. Ihr macht's das da. Dann können wir wieder einen aus Patagon erledigen, hoffentlich. Ihr bleibt hier stehen und wartet ab, bis ihr voll geheilt seid. So, dann haben wir hier noch einen davon, den kriegen wir, den schicken wir hierher. Und die Garde schicken wir auch hierher. Er wird da helfen, das da zu erobern. Gut. Na dann. Weiter hier entlang. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 56 rauf. Weil, ich glaube, 56 ist derzeit auch das, was wir brauchen hier. 54, 27 und 27, okay.
wieder woanders aus, schon nachdem wir hier wieder ein paar Leute ausgebildet haben. Bauen wir mal sowas auch wieder. Dann, wir haben das letzte Mal vergessen, neue Leute auszuheben. Na gut, dann machen wir das jetzt. 48, 28, 28, 12. Gehen wir 2 rauf. Gehen wir 1 rauf. Und dann machen wir 5 neue. Sehr gut. Unsere Wirtschaft brummt wie nur was. Und wir werden bald Treibstoff produzieren. Ah, Mist. Wir müssen da noch eins runtergehen und da noch eins runtergehen. Denn, nein, falsch. Denn wir brauchen so einen Ölbohrer. Ah! Jetzt aber. Dann können wir da noch eins raufgehen. So, dieser Ölbohrer kann dann die Ölquelle gleich anzapfen. Und wir sind dann in der Lage, noch mehr. Da brauchen wir dann weniger Leute in der Hauptstadt, das kostet uns auch weniger Essen. Das kennen wir schon. Und im Patagon haben wir wieder mal was besiegt. Wieder mal einen elenden Ironclad. Ja, das kostet euch alles Geld, Freunde, wenn ihr das tut. Aber gut, mir ist es ja wurscht. Mein Heer steigt ja, wird ja noch besser mit der Zeit. Achso, das haben wir gerade angeschaut. Meine Güte, ich bin so doof. Okay. Ginosa ist jetzt auch ein Village. Das finde ich aber toll. Und wir haben einen Bohrer. Und dann kaufen wir uns das da auch noch. Tja, leider nein. Da gibt es Wüste. In Wüste kann es auch was geben. Du stehst einfach nur rum. Bohrer, du bohrst. Okay, was haben wir gebaut in der letzten Runde? Sowas. Sowas aber auch. Schicken wir doch glatt nach Sindel City. So, die Leute in Chelsea erholen sich auch noch. Passt. Und ihr habt keinen General dabei. Schauen. Das ist aber ärgerlich. Naja, wurscht. Das wird ja wohl reichen hier. So, ihr zwei passt's auch. Und ihr zwei, wo geht ihr hin? Ihr geht mal daher. Und du gehst mal daher. Jetzt wollen wir mal ein paar Schiffe von Chem erledigen. Gut, da können wir noch einen Stuhl nach Hause bringen und noch mehr davon. Und nochmal davon. Und 28, 28.
Von einem. So, 20 Arbeitskräfte, das ist voll. Da gehen wir auch noch mal eins rauf. Da gehen wir noch eins rauf. Voll, voll, voll. Gehen wir da noch eins rauf. Noch ein bisschen mehr zum Transportieren. Ah, warte jetzt mal. Und nochmal 4 Leute. Und noch eine Ironclad. Und wir bauen noch mal ein paar von den Dingern. Gut. Na gut, dann machen wir noch diesen einen Kampf und dann hören wir für heute wieder auf. Ja, wir kaufen wieder alles, alles, was uns zwischen die Finger kommt. Our forces are attacking the. Okay, ja, mach du das. Ja, gibt's tatsächlich so ein Ding? Wenn man kein Ding hat, wenn man keinen General hat, ist das schon ziemlich heftig. So, nachdem ihr keine Befestigungsanlage habt. Okay. Gut, damit hätten wir das auch erledigt und das nächste Gebiet von Deneb erobert. Haben zwar Schaden genommen, aber nicht so schlimm. So. Gibt es da noch mehr zu kaufen? Schaut fast nicht so aus, gell? Wir haben wieder alles aufgekauft, beziehungsweise die anderen leider auch. Oh, ich sehe gerade, da ist ja noch, das sind ja noch Farmland quasi, das wir noch nicht bearbeitet haben. Das ist ja ärgerlich. Ist das arg? Na gut. Du gehst daher. Hey, mehr Erdöl. Das ist ausgezeichnet. Gut, einen Scharfschützen. Wir haben nur einen Scharfschützen gebaut das letzte Mal. Du gehst daher nach Nein. Ihr wartet noch, bis wir wieder halbwegs benannt sind. Ah, ihr seid schon langsam bei Hand wieder.
Nein, du gehst da hier drüben. Und ihr macht das. Du machst das. So, warte mal, aber ihr hier. Ihr drei geht's daher und ihr zwei geht's wieder vor Anker. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Schiebernakeln versenken können. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Sind jetzt auch voll, die ebenfalls. Und die ebenfalls. Noch haben wir keinen Treibstoff, aber sobald wir Treibstoff haben, wird der umgesetzt. Wir können derzeit zwei Treibstoffe herstellen, glaube ich. Kann das stimmen? Ich glaube fast. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir wieder Schluss. Ich bin eh langsam müde und muss ins Bett. Und euch, meinen Lieben, wünsche ich eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.